Die Würde des Menschen ist unantastbar. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet. Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Richter sind unabhängig und nur dem Gesetze unterworfen. Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere. Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. Die Bundesflagge ist schwarz-rot-gold. Die Parteien wirken bei der politischen Willensbildung des Volkes mit. Zur Verwirklichung eines vereinten Europas wirkt die Bundesrepublik Deutschland bei der Entwicklung der Europäischen Union mit. Politisch Verfolgte genießen Asylrecht. Die deutsche Staatsbürgerschaft darf nicht entzogen werden. Die Todesstrafe ist abgeschafft. Handlungen, die geeignet sind und in der Absicht vorgenommen werden, das friedliche Zusammenleben der Völker zu stören, insbesondere die Führung eines Angriffskrieges vorzubereiten, sind verfassungswidrig. Das Recht zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen, Vereinigungen zu bilden, ist für jedermann und für alle Berufe gewährleistet. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit. Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln. Die Würde des Menschen ist unantastbar.
Das waren kurze, prägnante Zitate aus dem Grundgesetz, vorgetragen von Prominenten. Der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier macht sich auf den Weg zum Rednerpult. Diese Zitate wieder aus dem Grundgesetz. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet. Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Richter sind unabhängig und nur dem Gesetze unterworfen. Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere. Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. Die Bundesflagge ist schwarz-rot-gold. Die Parteien wirken bei der politischen Willensbildung des Volkes mit. Zur Verwirklichung eines vereinten Europas wirkt die Bundesrepublik Deutschland bei der Entwicklung der Europäischen Union mit. Politisch Verfolgte genießen Asylrecht. Die deutsche Staatsbürgerschaft darf nicht entzogen werden. Die Todesstrafe ist abgeschafft. Handlungen, die geeignet sind und in der Absicht vorgenommen werden, das friedliche Zusammenleben der Völker zu stören, insbesondere die Führung eines Angriffskrieges vorzubereiten, sind verfassungswidrig. Das Recht zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen, Vereinigungen zu bilden, ist für jedermann und für alle Berufe gewährleistet. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit. Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln. Die Würde des Menschen ist unantastbar.